Präsentiert von kurzurlaub.de, Deutschlands Nummer 1 für Kurzreisen. So, der FC Mecklenburg Schwerin gewinnt mit 6-0 gegen SV Pasdorf. Wir haben hier Felix Michalski, den zweifachen Torschütze. Ja, Felix, eine kleine Einschätzung zum Spiel. Ja, ich glaube, das war heute eine eindeutige Sache. Wir waren gut eingestellt auf das Spiel und ich glaube, das hat man auch 90 Minuten über gesehen. Also wir haben ja klar dominiert. Wir haben 6-Dinger gemacht. Ich glaube, wir hätten, ich alleine hätte ja schon 6-Dinger machen können. Am Ende hätte es auch jetzt zweistellig ausgehen können. Ich glaube, wir haben eine gute Leistung gezeigt. Und das war gerade nach letzter Woche, wo gegen Friedland, wo nicht alles so gepasst hat, war das richtige Zeichen wieder. Und da setzen wir jetzt nächste Woche eine Kommando wieder an. Genau, und gleich in der Startelf. Und das 1-0 war so ein richtig gewollter, strammer Kopfball von dir. Ja, nachdem die ersten beiden nicht so ganz geklappt haben, genau, kam wieder eine klasse Flanke von Tommy. Und ich glaube, den dritten, der ging nicht mehr vorbei. Also da hatte ich keine Wahl mehr, den musste ich ja dann reinmachen. Alles klar, so ist ganz schnell in die Kabine, weil hier draußen regnet es wie Sau. Und ja, viel Spaß noch bei der Feier, ja? Ja, danke, Kasi.